wie schön, Leute. Wie geht's euch? Schön. Ich habe neulich erfahren, dass ich fett bin. Und, lange Geschichte. Und ich habe wirklich versucht abzunehmen. Mann, also, ich lüge, ich habe nie versucht abzunehmen. Also, ich mag Fitnessstudios, Trainer einfach. Aber ich bin jetzt ein Mitglied. Ich bin jetzt ein Mitglied beim Fitnessstudio. Ich bin hingegangen, habe einen Trainer kennengelernt. Netter Kerl. So. Also, er war nicht von diesem nervigen, enthusiastischen Trainer. Also, er kam nicht zu mir und meinte, oh, Kinan, in einem Jahr hast du ein Sixpack. Nee, dieser Trainer hat mich angeschaut und meinte, okay, lass uns versuchen, Diabetes zu vermeiden. Lass uns versuchen, dass du ein bisschen leiser atmest. Er hat mir gute Tipps gegeben, so wegen Superfood und so ein Scheiß. Und so Avocados, Chiasamen. Kennt ihr Chiasamen? Sollte richtig gut sein, Chiasamen. Wirklich, ich meinte, die machen satt, die geben dir krass viel Energie, dann bist du motiviert und dann gehst du am nächsten Tag trainieren. Und er hatte recht, am nächsten Tag hatte mir so einen Schüssel Joghurt, frischen Erdbeeren, Chiasamen. Ich hatte krass voll Energie und ich war unglaublich motiviert. Und dann habe ich 6 Folgen Narcos geguckt danach. Narcos auf Chiasamen ist geil, also da kann man Spanisch sprechen bei der 3. Folge, wirklich. Mein Bruder ruft mich an und sagt, ¿Qué pasa, hermano? Naja, ich finde, dumme Leute dürfen keinen Kaffee trinken. Das ist meine Theorie. Wenn du dumm bist, dann musst du nicht wach sein. Dankeschön. Du musst nicht wach sein, geh schlafen. So. Ich habe mit jemandem gewohnt und der war extrem dumm und der hat viel Kaffee getrunken. Es war eine Achterbahn von dummen Ideen. Es war unglaublich, jeden Tag. Oh, Alter, was machst du? Ihr denkt, dass dumme Leute denken nicht viel. Dumme Leute sind nur am Denken. Es ist einfach nur schlecht. Keiner will diesen Kombi haben von dumm und konzentriert. Ich habe viele Ängste. IKEA macht mir Angst. Also, ich werde immer nervös, wenn ich zu IKEA gehe, wirklich. Ich habe immer Angst, wenn ich zu IKEA gehe, dass ich etwas kaufen werde, was ich nicht geplant habe zu kaufen. Kennt ihr das? Du gehst hin, du willst einen Pizzaschneider kaufen, und dann kaufst du einen Couch. Gehst nach Hause, baust deinen Couch zusammen, du denkst, oh, Pizzaschneider vergessen. Muss noch mal hin. Ich habe 4 Couches jetzt zu Hause. Also passiert jedes Mal. IKEA macht gute Werbung. IKEA machen wirklich gut Werbung. Man geht hin, die geben dir ein Buch mit allen IKEA-Produkten. Wenn du nicht hingehst, ich gehe das Buch nach Hause. Ziemlich aggressiv. Also ich muss sagen, schönes Buch. Ich freue mich immer drauf. Ich schaue mir immer das. Ah, Couch, cool, super. Ich war neulich dort und die haben so über Lautsprecher eine Ansage gemacht und die meinten so, wir haben neue Kissen. Kauft unsere kuschelige Kissen. Rettet eure Beziehung mit unseren Kissen. Wir haben neue Duftkerzen. Die riechen nach Babys. Wir haben neuen Couchkinnern. Kauft das. Und auf einmal haben sie dann gesagt so, der 7-jährige Simon Alexander vermisst seine Eltern. Und ich dachte, okay, das ist witzig. Ist das Werbung für IKEA? Ist IKEA sehr gut, dass Eltern vergessen, dass sie Kinder haben? Der 7-jährige Simon Alexander vermisst seine Eltern. Seine Eltern vermissen ihn nicht. IKEA.
Ich dachte vielleicht, es wäre viel witziger, wenn sie einfach Infos ansagen von Leuten, die gerade in Ikea sind. So, ich bin 36, ich komme aus Syrien. Und die würden sowas ansagen. Der 36-jährige Kinan vermisst seine Heimat. Die 20-jährige Sophie hat abgetrieben. Kauft unsere Duftkerzen. Die riechen nach Babys. Moin, moin. Ja, ich bin aus Hamburg. St. Georg kennt ihr, ne? Ich wohne am lauschigen Hansaplätzchen. Kennt ihr das? Bin ich hingezogen, weil ich es gerne ruhig mag. Das ist Insider für die Hamburger. Ja, es ist, ich wohne sehr zentral in Hamburg. Ich habe irgendwie so 5 Minuten Fußweg zum Hauptbahnhof und natürlich hängt da ganz viel Gesocks rum. Aber ich habe wirklich eine wunderschöne Wohnung. Die ist toll und ich habe da 5 Jahre alleine gewohnt. Und ich habe mir damals, als ich eingezogen bin, habe ich mir so ein Mädchenparadies draus gemacht. Also ich habe so eine schöne, mit Liebe zum Detail eingerichtete Frauensingle-Wohnung gehabt. Wisst ihr, was ich... Er weiß es, glaube ich, nicht. Ich erkläre es einmal ganz schnell kurz für dich, ja? Weil das ist wichtig für dich. Ich mache es ganz schnell. Du, wie heißt du? Einmal für Moritz, sonst versteht er den Verlauf der Geschichte. Pass auf, Moritz, ganz schnell. Also du kommst in mein Wohnzimmer rein, an der Wand steht das Sideboard, in der Mitte steht der Röhrenfernseher, links daneben habe ich so Teelichthalter, weil ich Teelichter für schön finde und so, wenn man die anmacht, macht das so schöne Muster an die Wand und so. Und die Teelichter waren aber passend zur Wand, weil bei der Wand habe ich mir was bei gedacht. Die habe ich mit so einer Schwammtupftechnik, habe ich die unten so mit hellbraun, oben mit so dunkelbraun, habe ich die so getupft und habe ich mit einem Pinsel, habe ich so in goldener Farbe, habe ich so in der Mitte so Schnörkel gemalt und so und habe ich das so einmal rumgeschnörkelt im Zimmer, so einmal so die Wand rum und oben so, dann dachte ich so, oh, über die Tür könnte ich noch so ein Zwiebeltürmchen machen und so. Und das war also getupft, ne? Nicht gewischt, wischen kann jeder, getupft. Tupft mal mit einem Schwamm so die ganze Wand, ne? Hab ich gemacht, so. Unten hellbraun, oben. Und diese Teelichter, die passten halt zur Wand. Also die waren so hellbraun, dunkelbraun, so mit Gold, so ein bisschen mit Bronzefarben, so mit ausgestanzten Musterchen, so mit aufgeklebten Steinchen und so. Da war ich noch nicht fertig. Und dann daneben war dann so ein Räucherstäbchenhalter, also so, das ist hier so ein Butter. Und dann machst du das Räucherstäbchen, machst du so rein, da ist so eine Rinne, da soll das immer reinlaufen, läuft immer daneben, aber ist scheißegal, Hauptsache riecht gut, ne? Und rechts neben dem Fernseher hatte ich dann noch so ein paar Teelichterhalter und so. Und daneben hatte ich dann, Moment, warte, damit das versteht. Und daneben hatte ich dann so ein, daneben hatte ich so eine Fotoecke, so mit Fotos von mir und meinen Mädels, aber nur die besten Mädels und nur die schönsten Fotos. Einige waren auch bearbeitet, aber ist auch egal, Hauptsache schön, ne? So, und die Bilderrahmen waren auch nicht irgendwelche, sondern so ganz besondere Bilderrahmen. Einer zum Beispiel, da waren so Steinchen drin, aber auch nicht irgendwelche Steinchen. Das war halt nicht gekauft, das hat meine beste Freundin, hat ihn gebastelt, süß, ne? Und es waren so Steinchen, die haben wir zusammen, ich finde das so süß, die haben wir zusammen bei unserem ersten Mädelsurlaub, haben wir die so gesammelt am Strand und die hat die so reingeklebt mit Liebe und so, finde ich voll niedlich. Und daneben hatten wir noch so einen Bilderrahmen, also da war so Sand drin und so kleine Muschelchen und so kleine Steinchen und so, und der Sand, der ist immer so rausgefallen, sodass ich immer staubsaugen musste, also so voll schön halt. Ja. Mein Freund macht Kampfsport, der macht Wing Chun. Beste Kampfsportart, Schatz, kann ich dich voll gut beschützen, super Quali. Ja, kam er letzte Woche vom Training nach Hause, steht im Flur, ich sag, Schatz, wie war dein Training? Und er so, greif mich an! Ich so, aber wie denn und warum? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Und er so, ist egal wie, ich bin vorbereitet, komm, greif mich an! Ja, dann bin ich erstmal so ein bisschen nach hinten, so damit ich Anlauf habe, ne? So weit wie ich konnte an die Wand. Und dann habe ich so Anlauf genommen und aus dem Lauf habe ich ihn so volle Pulle in die Eier getreten. Schön, dass ihr da klatscht. Da hat er sich so vor Schmerz gebückt, ne? Habe ich ausgenutzt. Von oben in die Haare und so. Und er so, doch nicht so. Ich sag, wie denn sonst, Digga? Wie denn sonst? Und er so, ja, fair halt, nicht so eine Frauenkacke kratzen, beißen, Haare ziehen, hier kneifen und so. Fair, wie ein Mann angreifen würde, fair. Ich hab das versucht. Ich hab versucht, mich dann so männlich hinzustellen, so ein bisschen, ne? Ich sehe hier viele junge Mädels. Ich möchte, einen Tipp, wirklich, ich möchte euch auch was mitgeben. Es ist sehr wichtig, pass auf. Wenn euer Partner irgendwann zu euch sagt, greif mich an. Nicht machen, ist eine Falle. Die haben so einen Griff. Die haben so einen Griff, jeder kann den. Wahrscheinlich bringen die Väter denen das bei, ich weiß es nicht. Innerhalb von Sekunden, ich wusste gar nicht, was abgeht, ich konnte mich gar nicht mehr bewegen, meine Arme waren verdreht, ich war bewegungsunfähig. Okay, ich weiß Bescheid, aua, tut weh, beste Kampfsportart, Wing Chun, voll geil, ich weiß Bescheid, lass los. Sag erst, dass ich der König bin. Ja, du bist der König. Und dann erst
lässt er los, dann erst. Der hat gar keine Ahnung von Frauen, null. Machst du auch, ne? Ich sehe das schon, freut sich voll. Machst du auch? Ja. Null Ahnung von Frauen. Wir Frauen greifen nicht an. Wir merken uns Sachen und dann rächen wir uns später. So. Deshalb habe ich ihm nachts, als er geschlafen hat, nochmal in die Eier getreten. Und er wird so wach mit seinen Wing Zungriffen, so, was, Digga, was geht ab? Und ich so, oh mein Gott, Schatz, was ist los? Oh nein, Baby, hast du schlecht geträumt? Oh, Schatzi. Du bist der König. Alles ist gut, Baby. Mach die Augen zu, du bist hier sicher. Vielen Dank.